für ihren Augustlöhn verzichten und vor allem endlich wieder einmal gönnen. Heute mussten St. Galler auf ihren besten Goalschütz, den Ionel Gané, verzichten. Aber man hat ja eingekauft in der Ostschweiz und darum gibt es sicher auch Alternativen. Ganés Fehlen wurde zur Chance für einen weiteren Neuen. Der 1,90-Mann Leo Lerins spielte als hängende Spitze hinter Alex Tachimensa. Eine eher etwas vorsichtigere Marschroute also für die Gäste. Der FC Zürich bestrebt, eine mögliche Verunsicherung beim Gegner sofort und nachhaltig auszunutzen. Akale auf Keita und der mischte alles auf. 1:0 nach 13 Minuten mit dem ersten Zürcher Angriff. Und schon lag der zurzeit arg gebeutelte FC St. Gallen zurück. Keita gegen die St. Galler Innenverteidigung. Wolf Winkler. Unhaltbar war sein Schuss allerdings nicht. Immer wieder dieser Keita. Was wäre der FC Zürich ohne ihn? Vier Wechsel hatte Georges Bregui vorgenommen gegenüber dem Delsberg-Spiel. Vor allem hatte man den Ex-St. Galler Jefferson im FCZ-Sturm erwartet. Der Brasilianer allerdings ist überhaupt nicht fit. So gerne hätte er gespielt. St. Gallens Reaktion fiel nicht heftig aus, aber sie erfolgte. Hajduk gegen Chiap. Hajduk und diese Flanke konnte Miroslav König gerade noch so über das Tor lenken. Tief durchatmen. Zürich lag nicht nur in Führung, der FCZ trug auch mehr zur Unterhaltung der 5600 bei. Vor allem, wenn er an den Ball kam, Alhassan Keita. Eine weitere ausgezeichnete Chance für den Zürcher Topscorer. Vorbereitet hatte sie Sturmpartner Yasar mit einem ganz klugen Pass. Der Einsatz bei den Gästen stimmte, trotz Lohndiskussion und schlechtem Tabellenplatz. Müller auf Alex Tachimensa. Sämtliche Zürcher Abfangversuche scheiterten nach einer halben Stunde. War der Ausgleich Tatsache. Es war die erste Chance, die Mensa sich erarbeiten konnte. Alex Tachimensa erfolgreich gegen Konter. Und Fischer kam dann zu spät. 1:1. Er war ohne Gané in der Spitze ziemlich alleine und dennoch dieses Tor. Optimaler Lohn für das bisher Gezeigte. Doch der FC Zürich blieb spielbestimmend. Mit der Möglichkeit von Jodice ganz kurz vor der Pause. Die Führung wäre nicht unverdient gewesen. Aufwand und Ertrag allerdings stimmten nicht überein. St. Gallens Präsident Thomas Müller skeptisch. Schwierige Zeiten auch für ihn. Zürich hatte nach wenigen Sekunden bereits wieder Schwung geholt. Yasar schnappte seinem Kollegen den Ball vom Fuß und darum Offside statt 2:1. Keita sauer und Yasar wohl auch über sich selbst allerdings. Yasar kämpferisch wie meistens. Doch ihm fehlte heute auch etwas das Glück. Es war eine gelungene Kombination zwischen Yasar und Jodice. Es war die letzte Chance für Yasar, danach ersetzte ihn Dani Higax. Bei St. Gallen blieb es bei der One-Man-Show. Alex Tachimensa war der Einzige, der etwas Verunsicherung in die Zürcher Abwehr bringen konnte. Es liefen bereits die letzten Minuten. Freistoß Jodice, Keller, dann Higax. Keita, 86. Minute, 2:1 für Zürich. Seht her, ich war's schon wieder. Ich, Alhassan Keita, mit meinen Saisontoren Nummer 8 und 9. Und das in nur 7 Spielen. Es war der Siegtreffer für den FC Zürich durch Alhassan Keita. Wen sonst? Und was meinte er zu seinen 2 Toren? Ja, ich hätte noch mehr Tore schießen müssen. Jedes Mal, wenn ich treffe, bin ich glücklich. Und ich denke, ich sollte noch mehr geben.
Es war eine bittere, weil späte Niederlage für St. Gallen unverdient war sie nicht. Und jetzt? Wir wollen da alle miteinander hin und rauskommen, weil es ist nicht schön, dort hinten rumzuspielen. Und wir werden weiter alles dran setzen. Die Diskussion mit den Löhnen, jetzt haben wir vielleicht am Montag Zeit, über das endgültige zu reden, einen Entschluss zu fassen. Und dann ist dann das vergessen und dann müssen wir weiter einfach arbeiten, probieren, das Glück auf unsere Seite erzwingen. Der kleine Prinz vom Letzigrund. Schon wieder hat er das Spiel entschieden.